Ja, hallo, freut mich, dass ihr dabei seid beim Fazit zu Pandora. Ich hoffe, euch hat die Spielerklärung schon sehr gut gefallen. Gleich zum Material. Ich finde, das Material ist echt top in dieser Schachtel, ja. Leinenqualität und so weiter. Aber was mich nicht stört, da gibt es leider einen Kaum, das sind halt diese Völkertableaus, zeige ich gerne nochmal vor. Das ist ungefähr dasselbe Problem, wie es Terraforming Mars hat. Ja. Also ihr habt hier wirklich so schwammige Dinge, auf denen euch dann die Anzeiger verrutschen, wenn ihr mit der Hand irgendwie ankommt oder der Tisch wackelt oder irgend sowas. Ja, also das finde ich da nicht so toll gelöst. Ich habe Verständnis dafür, klar, das ist natürlich auch eine preisliche Sache, das ist ein kleiner Verlag und versucht natürlich erstmal das Spiel rauszubringen, weil es ist ja echt ein tolles Spiel. Und ja, aber wie gesagt, Material kann man da definitiv noch besser machen. Mal schauen, was sich da in Zukunft noch machen wird. Sonst muss man sich halt Overlays basteln. Wie gesagt, das hammermäßige Terraforming Mars hat ja genau dasselbe Problem. Aber ansonsten gibt es wirklich nichts zu bemängeln am Material. Der Rest ist wirklich top. So, dann die Spieleranzahl. Ja, 2 bis 4 Spieler. Dazu ganz kurz und bündig. Es funktioniert in jeder Spieleranzahl perfekt. Ja, 2, 3, 4 Spieler. Ändert sich nur an der Spieldauer und an der noch gemeineren Komplexität, die dadurch entsteht, aber generell funktioniert es in jeder Spieleranzahl super. Dann Thematik. Ja, es ist schon ein abstraktes Spiel eigentlich, weil man macht ja nichts anderes als Plättchen legen und dann durch diese komische Wertungsmechanik, die ja richtig toll ist, ja, dann Ressourcen abernten. Also es ist schon ein sehr, sehr abstraktes Spiel, wo auch die Völkerfähigkeiten vielleicht ein bisschen durchkommen. Ja, der Magier ist ein Trickser, kann immer einkaufen, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein eher abstraktes Spiel, was Spielmechanik und Thematik da auf euch zukommt. Aber das Artwork ist wunderschön in diesem Spiel. Ja, also ich liebe diese Optik, ein sehr schönes Spielbrett und wenn die Teile immer mehr werden, sieht das mit satten Farben richtig toll aus. Also ich mag das sehr gern. Ja, die Spieldauer total angenehm. Ja, ich spiele das, wenn ihr das mal nicht erklären müsst, ja, und alle Spieler haben das gespielt und das ist ja wirklich nicht komplex, dann spielt ihr da zu dritt auch die angegebenen 90 Minuten locker runter. Ja, also ich würde generell 2 bis 4 Spieler einplanen. Zu zweit könnt ihr das auch in einer Stunde schaffen, locker sogar. Ja. Und ich finde, das ist ganz okay. 3 Spieler, 90 Minuten, 4 Spieler, eventuell dann 2 Stunden schon oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Nächster Punkt, Preis-Leistung. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich auf der Messe bezahlt habe. Ich glaube 40, 45 Euro so rum dürfte es gewesen sein. Und ja, das Gesamtpaket ist das allemal wert. Der ja, bekommt viel Material, viele Plättchen, sehr hochwertig alles und vor allem ein richtig tolles Spiel, ja, das richtig viel Spaß macht. Und da finde ich den Preis absolut gerechtfertigt. Wie gesagt, der kleine Wermutstropfen vielleicht, dass die Sheets wieder so lange und dünn sind und ein bisschen verrutschen. Ein paar Euro mehr wäre es mir auch wert gewesen. Aber ansonsten ein absolut empfehlenswerter Titel für diesen Preis. Ja, dann zusammengefasst. Wie ihr schon gemerkt habt bei den Punkten und vorher auch schon vielleicht von der Erklärung, ich bin sehr angetan von dem Spiel. Ja, ich habe das jetzt sicher schon, ich schreibe es leider nicht mit, 6 oder 7 Mal locker jetzt gespielt und es ist immer wieder lustig. Ja, ich habe mir nicht gedacht, dass mich so ein Spielsystem so abholen kann, aber es ist einfach. Am Anfang ist es ja noch recht überschaubar und leicht, ja, wenn die Map noch ein bisschen klein ist, aber schnell wird einem klar, da steckt viel mehr dahinter. Der Einstieg ist super easy in das Spiel, ja, also nicht komplex von den Abläufen, die ihr machen könnt, aber es wird dann richtig komplex in den Sachen, da wie ihr euch dann die Wertungen zusammendenken müsst und vor allem ist man immer am Abschätzen, was hat der andere Spieler jetzt vor? Ja, dann sieht man sich sein Tableau an und seine Gebäude und denkt sich, ja, vielleicht geht er jetzt auf Gold und baut da jetzt eine große Goldader auf, ja, und der andere baut auch fest mit und vielleicht will er da auch Gold und da vor allem jeder Spieler will irgendwo immer überall mitnaschen und dann sieht man schon, wie sie dann anfangen mit den Zauberkarten die Meeple umzuplatzieren, ja, dann wandert, muss man auch schauen, dass man dann von hinten nach vorne ein bisschen wandert, Meeple zurückholt, denn wenn man diesen
Zug verpasst, ja, dass man viele hinten stehen hat und keine mehr zum Einsetzen vorne, dann wird es natürlich nicht so einfach, da muss man schon den Rückzug spielen. Aber da muss man eben auch wirklich planen, ja, also ein strategisches, vor allem schon eher ein bisschen auch ein bisschen tiefgehend, weil man muss sich da schon einen Plan ein bisschen zurechtlegen. Ja, klar, der Glücksfaktor hängt auch davon ab, welche Plättchen ziehe ich danach. Aber genau das ist ja das Schöne daran. Ich ziehe ein Plättchen und schaue mir dann, was ich mit dem machen kann. Und man freut sich, wenn die anderen Leute auch noch an diesen Gebieten, die man abschließen will, noch weiterbauen, weil die wollen ja auch was davon haben. Und selber will man ja auch. Ja. Und dann kann man noch strategisch die Burgen einsetzen. Ja, die sind wirklich sehr stark und wichtig. Echt toll gemacht. Und ich finde vor allem am Anfang in der ersten Partie sitzt man so da und denkt sich, ja, kann man da überhaupt viele Punkte machen, nur mit einer Überproduktion? Ja, definitiv. Wir sind da locker schon mal auf 98 Punkte raufgekommen, das ist absolut möglich. Die Verlust, also die Unterschiede zum Verlierer waren meistens so 5 bis 8 Punkte, ja, also auch nicht relativ hoch. Einmal ist es vorgekommen, dass einer ziemlich abgeschlagen ganz weit hinten war bei einer Dreispielerpartie, aber natürlich, der hat es auch noch nicht gespielt. Ja. Und von daher wirklich ein tolles Plättchenlegespiel, bei dem ihr zwei Twists drin habt, das Wertungssystem. Also wenn man es und eben dieses Überproduzieren. Ja, dazu möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen, weil wenn ihr das mit den angrenzenden Boni macht, ja, dann ist das in der ersten Partie erstmal schwierig. Denn in den meisten Spielen ist es ja so, man setzt einen Arbeiter und bekommt das, wo er eingesetzt wird. Ja, also Worker Placement typisch. Und genau das ist eben hier nicht der Fall. Ja. Ihr müsst hier schon zweidimensional denken. Ja. Ich bekomme nicht das, wo er steht, sondern angrenzend. Und das Angrenzende muss erstmal auch fertig werden, denn wenn das nicht fertig wird, dann bekomme ich nichts. Und da ist eben der Zeitpunkt wichtig, ja, und das Abschätzen der Gegner, der Mitspieler, würden sie dazu tendieren, es für relativ früh abzuschließen oder weiterzubauen. Richtig schöne Mechanik. Und jetzt zu dieser Überproduktion. Ja, also in meiner Sammlung und was ich gespielt habe, habe ich jetzt noch kein Spiel gespielt, das sich so auf diese Überproduktion ausbaut. Ja, meistens bekommt man verfällt, also sicher bei 80% der Spiele verfällt das Ganze, was man bekommt und eben nicht mehr speichern kann. Und hier bekommt ihr echt gut Siegpunkte mit dieser Taktik. Ja, ihr gebt lange kein Holz aus, was euch zwar daran hindert, Gebäude zu bauen, aber ihr versucht wieder einen Wald relativ lukrativ abzuholzen sozusagen und dann auch damit relativ viel Siegpunkte zu machen. Also das Ganze ist schon echt toll gemacht, vor allem auch mit diesen Karten, da muss man sich gut überlegen, ja, die sind so gemein, diese Karten, weil sie haben einen starken Zaubereffekt und dann haben sie meistens auch noch einen starken Gebäudeeffekt, ja. Und wenn man jetzt den Zaubereffekt spielen will, dann verliert man logischerweise die andere Karte. Und das ist so extrem schade drum, ja, weil das ist so eine Hardcore-Entscheidung manchmal. Und das ist wirklich angenehm im Kopf, sowas mag ich sehr gerne. Und jeder Spieler, dem ich es gezeigt habe, also ich hatte jetzt immer neue Leute am Tisch, ist ja auch der Wahnsinn. Und jeder, der es gespielt hat, sagt, das Spiel ist wirklich gut, ja, macht Spaß, es zu spielen, man kommt schnell rein und dennoch hat man richtig viel zu denken und es wird total anspruchsvoll. Ja, und zu zweit funktioniert das auch perfekt, hätte ich mir absolut nicht gedacht. Als ich das am Anfang gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, es wird vielleicht ein bisschen die Dynamik fehlen, das stimmt überhaupt nicht, ihr habt mehr Meeples auch zur Verfügung. Klar, wenn mehr Leute bauen, dann passieren mehr unvorhergesehene Sachen, aber das Spiel funktioniert zu zweit perfekt. Ja, es macht absolut Spaß, das ist auch im Zweispielermodus. Und nach oben hin, je mehr Spiele ihr dazu bekommt, wird das Spiel einfach nur noch besser. Ja. Vor allem die Spielzeit ist recht angenehm, 90 Minuten, das kann man absolut einhalten, was draufsteht, eine tolle Einschätzung. Und ja, also wenn ihr mal ein tolles Plättchenlegespiel sucht, ein Tile-Placement-Game,
dann seid ihr hier absolut an der richtigen Adresse. Ich denke, das ist von der Art, was ich jetzt habe, das Beste, weil ich kann es euch erklären, es macht einfach Spaß, die Plättchen zu legen und diese verschiedenen Twists, die man von den anderen Spielen eigentlich kennt, die klassischen, ja, dass man es nicht hat und hier eben, dass man das anders macht, werten und dann die Produktion, das ist komplett was Eigenes. Und vor allem, ich finde auch, dass sich die Völker sind ja total unterschiedlich von der Fähigkeit, die sie haben. Und zurzeit denke ich, die sind schon sehr gut gebalanced, ja. Also sehr asymmetrisch, aber funktioniert dennoch. Dann muss ja jeder ein bisschen Unterschied haben und Abwechslung dazu. Und das ist echt toll gemacht. Ja, da gibt es noch die Familienvariante, da ist dann das Ganze noch ein bisschen abgespeckter. Oder eben die einfache Variante. Ich empfehle gleich mit dem ganzen Spiel zu spielen. Es kommt ja nicht viel dazu, außer dass der Start ein bisschen schwieriger ist und ihr habt eine Spezialfähigkeit dabei beim Volk. Ja, von daher gleich in das richtige Spiel einsteigen. Ja, also im Großen und Ganzen, hier brauche ich nicht lange überlegen. Das ist für mich ein 5-Sterne-Spiel. Ich bin so froh, dass ich mir dieses Spiel gekauft habe. Leute, wenn ihr Plättchenlegespiele sowieso mögt, dann kommt ihr drum nicht vorbei. Eine klare Kaufempfehlung für Leute, die das mögen. Und alle anderen, schaut euch das unbedingt an. Wenn ihr nicht schon Fans seid, dann werdet ihr es durch Pandora werden. Ja, ein richtig tolles Spiel seiner Art und vor allem auch noch richtig strategisch und auch interaktiv. Ja, der Punkt, den möchte ich auch noch nicht auslassen, weil interaktiv deswegen, man kann ja auch absichtlich werten und dem anderen die Figuren vom Plan entfernen. Das hat meistens den Sinn, ist mir selber schon oft passiert, ja, ich habe nur mehr eine Figur zu setzen und dann wäre der Chef dran zum Einsetzen, ja, weil das geht ja nur, wenn man alle Figuren auf dem Tisch hat, dann darf man den Boss setzen und dann hat man alle Figuren weg und dann kommt der Spieler nach mir dran oder kurz vor mir noch. Und macht eine dumme Wertung, gibt mir zwei Figuren oder eine Figur in den Vorrat und ich kann den Boss wieder nicht reinsetzen. Ja, aber das dann voll absichtlich gemacht. Oder eben den Boss, wenn er gesetzt ist, gleich entfernen. Ja, da bin ich dann natürlich auch meistens ein bisschen selber schuld, kommt man darauf an, wie riskant man den einsetzt, das ist klar. Aber das ist echt der Wahnsinn und die Interaktivität ist hier permanent vorhanden eigentlich, denn man baut sich zum Beispiel jetzt ein Kristallvorkommen an. Ja, also es ist auch möglich, dass man seine eigene Suppe kocht, aber nicht lange, denn wenn die anderen Spieler sehen, das Kristalllager wird schon ein bisschen groß und irgendwann kommt vielleicht bald die Wertung, dann fangen die auch an, ja, ihre Miepel rüberzusetzen, um hier ein bisschen mitzunaschen. Selber fängt man dann auch zum Denken an, die anderen beiden, die bauen hier ein bisschen, ja, da gehe ich dann auch noch mit. Ja, also das Spiel ist eigentlich hochgradig interaktiv, weil ihr permanent immer am Abschätzen seid, die Gegner ein bisschen blockieren wollt, ihr am Mitbauen seid. Ja, manchmal gestaltet man ja selber die ganzen Bonusadern hier, die man hat, man forstet Wälder auf und so weiter. Also es wurde versucht, obwohl es ein abstraktes Spiel ist, das Thema schon ganz, dieses gemeinsame Aufbauen schon ganz gut zu verbinden und dennoch kann das Spiel nur einer gewinnen. Ja, ich könnte noch viel, viel mehr darüber sagen. Ich finde es rundherum ein gelungenes, lustiges, einfach zu lernendes Spiel. Und das ist ein Spiel für einen schönen Spieleabend. Ich kann es jedem empfehlen, der nur irgendwie gerade Lust drauf bekommen hat. Holt euch das Teil, wenn ihr es irgendwo seht. Und ja, das war's mit der Rezension, mit dem Fazit zu Pandoria. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten, dann werde ich versuchen, mein Bestes zu geben in Sachen Regelfragen. Und ja, das war's von mir mit Pandoria. Schönen Abend wünsche ich euch, euer Sven Boardgamer. Bis zum nächsten Video dann. Ciao.